Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe den Staubsauger-Roboter ja vorhin mit euch gestern mit euch ausgepackt und habe den seit gestern intensiv genutzt und auch getestet. Ich habe ihn mit Alexa gestartet, ich habe ihn mit Google Assistant gestartet über Handy. Ich habe Routine-Sachen eingestellt im Roboter, also über die App. Zu der App mache ich nochmal ein separates Video, weil das ist in der Anleitung nicht ganz so easy. Die Videos von gestern sind kacke geworden. Also der werde ich wahrscheinlich nicht retten können. Aber ich wollte euch den jetzt nochmal zeigen, weil jetzt habe ich einige drauf und ja, Marc hat mir noch einen kleinen Tipp gegeben. Ich werde euch mal kurz drehen. So. Ja, mal die Fernbedienung holen. So. Also ihr seht, da steht er. Der leuchtet auch blau. Der Teppich, den habe ich dahin gemacht, damit er die Steigung schafft. Weil er schafft bei mir die Steigung nur an dieser Stelle. Aber hier nicht, hier ist sie zu hoch. Hier sind es 1,7 cm. Was er eigentlich auch nicht schaffen sollte, laut Anleitung nur 1,5 cm. Aber hier sind es knapp 2 cm. Die schafft er nicht. 1,9, also hier so etwa 1,9 und ganz hinten hier am Rand, da sind es, hier sind so ja 2 cm. So, dann haben wir hier die Fernbedienung. Die kann ich euch auch mal zeigen. Hier können wir dann halt WLAN nochmal anschalten, damit wir dann, wartet mal, ich mach Licht an. So. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Hier, da ist die Fernbedienung. Hier können wir WLAN anschalten, damit wir uns mit dem nochmal connecten können. Hier kehrt er zur Basis zurück. Das hat am Anfang nicht so wirklich geklappt, aber jetzt klappt es. Dann haben wir hier die Funktion, damit er rotierend sauber macht, also so kreisförmige Bewegungen. Und hier haben wir dann Ecken. Da geht er dann wirklich die ganzen Ecken lang. So, dann haben wir hier Start, Stopp. Hier können wir dann mit steuern, mit den Steuerkreuzen. Und hier oben haben wir dann noch die Stärke, die wir einstellen können. Und hier oben haben wir Auto. So, jetzt holen wir uns den hier erstmal her. Ich habe auch hier schon mal alles freigeräumt, damit er hier überall hinkommt. Ich wollte gucken, wie viel er noch zusammenkriegt. So, jetzt hat er gesagt, Start Auto Cleaning. Wollen wir aber jetzt nicht. Weil von der Basis, wenn er auf der Basis ist, kann ich nicht gleich die Fernbedienung benutzen. Ich muss ihn erstmal an- und ausmachen. So, und ich steuere jetzt halt nur mit der Fernbedienung. Seht ihr das? So. Machen wir einfach mal in die Mitte vom Raum. So. Hier passiert jetzt logischerweise nichts. Wir können jetzt sagen Auto Cleaning. So. Und dann geht er auch an. Und wenn ich jetzt hier, wartet mal, ich gehe mal hinterher. Ich weiß nicht, ob er das vernünftig mitkriegt. So, das ist jetzt die lauteste Stufe. Das ist die leiseste. Mittel. Und das ist die lauteste Stufe. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob man das irgendwie einstellen kann, damit er immer mit der höchsten Leistung saugt. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ihr seht, er macht hier vernünftig voran. Er versucht jetzt seine Bahn hier lang zu ziehen. Ich habe auch mal Stativ und alles weggeräumt, damit er überall vernünftig hinkommt. So. Er kommt sogar da hinten in die Ecke rein, wenn ich mein Stativ weggestellt habe, kommt er da hinten rein und kann da sauber machen. Und am Tisch macht er vernünftig sauber. Ja. Seht ihr das? Also bis jetzt habe ich nichts Negatives zu berichten. So, wir lassen den mal sauber machen und in der Zeit quatsche ich mal ein bisschen mit euch. Also, da ist auch so ein Magnetband mit bei.
Das Magnetband habe ich selber noch nicht benutzt, weil er kommt nur durch diesen Teppich bei mir in Flur. Also Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer ist nicht so hoch. Aber Küche und Badezimmer schafft das nicht, weil Badezimmer sind, glaube ich, die Stufe 9 cm. An der tiefsten Stelle, an der höchsten 9,7, 9,8 cm. Das schafft er bei bestem Willen nicht. Und in der Küche sind es um die 7 cm auf der niedrigsten Stufe, also an der niedrigsten Stelle, und weil meine Bude ist krumm und schief. Und an der höchsten Stelle sind es knapp 8 oder 8,1 waren es oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Ich mach gerade mal. Jetzt hat er irgendwas gesagt. Er ist leider komplett in Englisch. Also nicht in Deutsch. Aber er macht echt, ich muss sagen, er macht echt gut sauber. Für so ein kleines Ding hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich habe ihm gestern ein paar Mal die Kammer entleert, weil ich habe ihn hier dann in sämtliche Räume mal geschickt. Also mit Hochheben dann in die anderen Räume geschickt. Was ein bisschen doof ist halt, dass die Karte jedes Mal gelöscht wird. Also die Karte bleibt so lange gespeichert, bis, ja, so lange wie er selber macht. Deswegen habe ich jetzt Routinen gemacht. Ich habe die Routine, also einmal Zeitroutine gesetzt, wann der unterwegs sein soll, welche Uhrzeiten und wann er dann wieder zurück in die Basis geht. Die muss ich noch ein bisschen, ja, bearbeiten. Der Akku hält mal länger, mal kürzer. Es kommt halt darauf an, wie oft der hier lang flitzt und ja, welche Saugstufe und so was alles benutzt wird. Aber ja, das muss ich halt mal rausfinden, damit ich denn die Zeit so plane, damit er dann unterwegs ist und bevor der Akku leer ist, die Routine eintritt, ich kehre mal lieber zur Basis zurück. Und das funktioniert, das habe ich schon getestet, das funktioniert recht gut. Ich habe testungsweise einfach mal eine halbe Stunde habe ich ihn losgeschickt. Ich habe gesagt, halt gestern um 15 Uhr soll er losfahren von der Basis aus und um 15.30 Uhr soll er wieder zur Basis zurückkehren. Das hat er super gemacht. Ich habe auch Routinen gemacht. Also du kannst auch so Routinen machen. Also mehrere Sachen, die er zur gleichen Zeit ausführen soll. Da kann ich dann jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Turbosaugen mache, ja, dann ist die Stufe vom Sauger auf der höchsten. Er macht automatisch Cleaning. Man kann nur sagen, dann Eckencleaning oder irgendwas. Und dann macht er das. Bis er dann sagt, jo, ich bin leer oder ja, ist jetzt nichts mehr zu tun, ich fahre mal zur Basis zurück. Ja, also ich kann euch das ja mal zeigen. Er ist jetzt hier da. Also die Katzen sind auch da. Die Katzen sind noch ein bisschen skeptisch. Er fährt sich auch nicht fest. Also ich habe noch nicht einmal gehabt, dass er sich festgefahren hat. Oder er sagt hat, hier, ich komme nicht weiter, hol mich mal raus. Und da waren schon ein paar knifflige Sachen mit bei, wie jetzt da zum Beispiel. Ja, guckt euch das an. Selbst durch das Stativ kommt er da in die Ecke super rein. Und kommt auch wieder raus. Also das funktioniert echt klasse, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so... aber auch nicht erwartet. Ich habe gedacht eher, dass er sich öfters mal festfährt oder dass es da kleine Probleme gibt oder so. Aber die einzigen Probleme, die ich hatte, ich musste den Tisch ein bisschen von der Couch wegmachen, damit er dann halt den Tisch komplett drumherum fahren kann. Wartet mal, ich muss mal gucken, wie ich hier halte. Ich mache mal jetzt die Saugleistung. Also die Fernbedienung finde ich auch super. So, jetzt ist er auf der niedrigsten Stufe. So, jetzt ist er auf Mittel. Also auf Mittel startet er eigentlich immer. Dass er so die Saugleistung auf Mittel hat. Es sei denn, ihr habt natürlich ein Profil erstellt. Denn wenn ich jetzt wüsste, wo mein Handy ist, wäre ich natürlich... Ach doch, da. Wäre ich eine Ecke schlauer. Ich werde mal gucken, dass ich euch das vielleicht zeigen kann. So. Also ich habe hier die Routine streamen, dass er dann halt nur kurzzeitig sauber macht. Dann Start. So, und Start habe ich Mode Auto. Start, Pause. Also Start in Klammern Pause, dass er dann überhaupt losfährt.
Ja, teilweise. Und dann noch irgendwas. Aber das, teilweise ist die App in Deutsch, aber teilweise ist es in Englisch. Mit den Routinen hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier raufgehe, hier, da zum Beispiel. Wenn ich da jetzt rauf drücke, dann seht ihr, dass er jetzt auf Maxi-Mode war. Wartet. Jetzt hat er Soft-Mode. Bin ich aus Versehen mit einem Finger raufgekommen. Standard-Mode. Jetzt hat er den Standard-Mode an. Und wenn ich hier Max mache, jetzt hat er Max. Und das funktioniert echt super. Oh, also jetzt will er zur Dogging-Station zurück. Das kann ich euch mal zeigen. Jetzt sucht er hier die Dogging-Station. Ja, mein Tisch steht voll mit dem ganzen Kinderspielzeug und so. Jetzt sucht er hier die Dogging-Station. Die findet er hier natürlich nicht, weil die im Flur ist. Also da würde ich mir wünschen, dass da irgendwie ein GPS-Sender in der Dogging-Station ist oder irgendwie ein Funkteil. Hier, bring mich nach Hause. Das habe ich ab und zu mal gehabt. Aber da können wir hier mit der Fernbedienung. Ja. Ich weiß auch nicht, warum er manchmal macht und manchmal nicht. So, und jetzt brauche ich eigentlich nur sagen, hier das Haussymbol. Und dann findet da die Dogging Station. Dann fährt er dann ganz langsam ran. So, und jetzt seht ihr, es leuchtet lila. Und er ist dran an der Dogging Station. Und der Akku sagt, seht ihr das? 87%. Also er hat jetzt, keine Ahnung, 87%. Also er ist jetzt nur zur Basis zurückgekehrt, weil das Protokoll sagt, dass die Saugzeit vorbei ist und dass er sich die Dogging Station suchen soll. Aber wie gesagt, da habe ich dann immer noch so ein bisschen die Probleme, dass er das nicht will. Also manchmal macht er das, manchmal auch nicht. Also da würde ich beim nächsten Modell irgendwie eine Verbesserung, dass in der Dogging Station irgendwie ein Funksignal oder irgendein Signal ist, damit der Roboter überhaupt weiß, wo muss ich denn hin? Der guckt jetzt hier nämlich überall rum, findet die nicht. Und da wäre geil, wenn er so ein Funksignal hätte. Muss ja auch nicht weit sein, 30, 40 Meter oder 50 Meter, sagen wir mal, 100 Meter, wenn man größere Bude hat oder so. Und dass die dann mit Funk ineinander Verbindung stehen, dass er sagt, oh, ich muss, mein Akku ist leer. Und dass durch das Funksignal, dass er weiß, wo der Weg ist. Und dann muss ja irgendwie sowas geben. Also das wäre jetzt mein Wunsch für das nächste Modell. Aber sonst bin ich damit echt super zufrieden. Der macht sauber, also sauberer, als ich eigentlich gedacht habe. Ich habe hier extra noch Dreck verteilt gehabt. Katzenstreu habe ich mir geholt aus dem Katzenklo. Also, na, aus dem Katzenklo nicht. Also, bevor ich das Katzenklo gemacht hatte, hatte ich mir so eine Tasse, also so ein kleines Schnapsglas voll mit Katzenstreu rausgenommen, bevor ich es ins Katzenklo gemacht habe. Und das hatte ich hier so ein bisschen verteilt, auch ein bisschen in Ecken gemacht und so. Das hat er super weggeholt. Also, da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Also so, Saugleistung wirklich toll. Bedienung ist toll. App ist, also Einrichten der App für Alexa und Google Assistant ist, ja, naja, wenn man es weiß, wie, dann schon. Aber das steht in dem Heft halt nicht richtig drin. Ne? So die App an sich, vom Sauger an sich die App, ja, da sind einige Punkte halt nicht in Deutsch, einige ja. Also da müsste man noch mal ein bisschen überarbeiten, aber nicht jetzt irgendwie so, dass man nicht zurechtfindet. Man kommt eigentlich gut klar in der App. Das Einzige, was halt mit Alexa und so das Doofe ist, dass
da einige Sachen, also dass da deine App in der Anleitung falsch drin steht oder ja, dass es halt, dass man da eine App sucht, die zum Staubsauger passt und dann ist es aber eine ganz andere App, dann mache ich noch ein separates Video zu. So, nichtsdestotrotz bin ich dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Achso, den teste ich jetzt erstmal noch eine Weile und dann kommt nochmal ein richtiges Fazit-Video, weil das ist ja jetzt erstmal nur ein Test.